kommen noch mehr! Ja, dann kriegen sie was. Aber das war unsere. Nee. Zurückwerfen R2. Ja, toll. Mitten auf deinen Kumpan. Ja, scheiß auf, da geht eh nicht drauf. Ja, toll. Jetzt. Ja, aber der Woods kann drauf. Jetzt sind wir. Am Arsch. Am Arsch, ja. Das finden wir jetzt richtig. Jo. Oh shit. Ja. Gute Idee, dass wir mal hier verschwinden, ne? Gell. Weil lange überlebe ich das nicht. Ohne Waffe. Nee. Ich kann nicht mal Waffen wechseln und dass ich gar keine nehme, weil mit der Lore bin ich ja viel langsamer. RPG. Boah, hoffentlich ist da jetzt irgendwie ein Boot zum Abhauen oder so. Ja. Ach gut, ne, Munition. Schiss, ey. Ey, ist doch geil einfach. Ist doch geil. Alter, oh Mann, die dir so viel Damage. Was soll denn das? Ja, weil die nämlich auch einen Lore haben. Oder halt RPG. Sag mal. Ja, wie die verzieht. Dass die Rakete auch so schießen kann. Alter, die wird. Du bist das voll gewöhnt von Ding von Granaten abzuhauen. Weil sie da das Ding nicht eingebaut haben, dass man Granaten zurückschmeißen kann. Ich hab's eh nie gemacht, Granaten zurückschmeißen. Da gehe ich lieber zur Seite. Weil bis sie die zurückgeschmissen haben, haben die mich ja schon umgelegt. Alter, wie das leckt. Ja! Wir werden sterben! Ach komm. Sind wir jetzt gestorben? Ja, ja, sind wir. Ja. Und nochmal. Sie wurden von einer Granate getötet. El Bomba la Granata. Genau. Gehen wir mal schnell weiter. Weil ich brauche dringend... Oh. Geh einfach schon, sprinte einfach schon mal zur Munitions. Zu einer Munitionskiste hier. Scheiß auf die anderen. Wir sind kein Kameradenschwein. Wir lassen sie einfach im Stich, diese Penner! Die pure Ich hab's getroffen, das Auto! Was war das? Das war so ein Auto. Ja, natürlich. Einfach mal so. Daneben. Kabeng. Einfach hier hinter der Munitionskiste verstecken und mit der Lore ein bisschen hier. Die Granaten und alles schmeißen. Und so. Oh shit. Ach so, ich hab grad gedacht, es wäre ein Feind und die tragen den jetzt weg. Die klauen uns den. Oh. Oh nein! Alter, das ist so komisch, Alter, mein Herz schlägt. Nein! Nein, ich will nicht sterben. Ich muss den auch noch helfen. Der wurde getroffen irgendwie, oder keine Ahnung. Ja, okay, gut. Oh, los. Ja! Na natürlich, jetzt haben sie aufgehört zu schießen, oder was? Ach so, wurde mal geschnappt. Ah ne, doch nicht. Ach so, die haben sich nur so einen Russenhelikopter geschnappt. Ah, super. So. Oh. Ja, schön noch yeah. Die Brille aufgesetzt. Wir haben ihn, Mason. Auf, rein mit dir. Da kommt schon so eine geile Musik, ey. Angefangen. Egal, steigen wir in den Helikopter und fliegen hier weg, ey. Wegen deinem Dad. Er hat alles für mich riskiert. Alter,
der aussieht. Tja, aber dennoch, er hat's immer noch drauf. Ja. Hat man ja gesehen. Und wir labern die ganze Zeit dazwischen, das regt mich gerade voll auf. Eigentlich nicht. Doch. Man hört ja gar nicht, was die labern. Das muss ich ja nachher so ultra laut stellen. Ja, nee, das ist ja meistens nur so eine kleine Zwischenfrequenz, wenn du nur kurz was labern. Keiner wird zurückgelassen. Ja, dennoch, kann man doch dennoch die Fresse halten. Naja, egal, scheiß drauf. Ja, wenn wir am Spielen sind, dann muss man, da kommt hier. Ja, doch nicht in den Zwischensequenzen und nicht die ganze Zeit, dass man gar nichts versteht. Egal. Ja, wir sind doch immer ruhig in den Zwischensequenzen. Passt. Aber auch bei den kleinen Zwischensequenzen. Das Level, ja, zum Fortfahren. Ja, fahren wir mal fort. Was, 2000? Ah, jetzt ist schon 2025. Okay. Name David Mason. Größe 1,85 Meter, Gewicht 91 Kilo. Ja. Ganz schön schwerer Bursche. Ja. Bei welchen jetzt eigentlich noch? David Mason. Ah, das ist der Sohn von dem. Ein alter Herr will Menendez töten. Menendez will Rache. Auch Jahrzehnte später. Menendez war damals ein großer Fisch in einem kleinen Teich. Er führte ein Drogenkartell von Nicaragua aus. Es war sein Erbe. Den Alten hatte die CIA kalt gemacht. Der Zyklop ist mächtig angepisst auf Amerika. Während wir im Mittleren Osten rummachen, lehnen die Russen und Chinesen sich zurück. Und die Politiker? Sie wollen, dass er denkt, es geht um Ideologien. Das ist so eine Scheiße. Gib mir dein Telefon. Selten Erdmetalle. Die ganze Scheißwelt hängt davon ab. Wer kontrolliert das alles? China. Und während Amerikas Wirtschaft Chinas Arsch küsst, hat das Netzwerk Cordis Die durch jede Menge Kontakte gleichzeitig Proteste im Iran und in Nordkorea angezettelt. Stets im Verborgenen. Wer ist wirklich der Anführer von Cordis Die? Man kennt ihn nur als Odysseus. Odysseus? Am Arsch. Raoul, scheiß Menendez. Arschloch. Beim JSOC hat's niemand mehr interessiert. Der Drohnenwettlauf hatte begonnen. Im Ernst, Leute? Ihr wollt wirklich ein ganzes Militär auf einem Mineral aufbauen, das unter Kontrolle von China steht? Ich brauche einen Drink. Hol mir eine Cola. Hol sie von den Schwestern. Nicht in Diät-Scheiß. Chinas Premier Chen ist außer sich wegen Cordis Diaz zugespielte Memo, laut dem der Cyberangriff insgeheim vom Weißen Haus befohlen wurde. Nach all der Scheiße, mit der die US-Regierung durchgekommen ist, ist sie diesmal unschuldig. Aber niemand glaubt es ihnen. Sie schalten Cordis Diaz Netzwerk aus. Zwei Tage später verbrennt der Leiter des FBI. Lebendig. Und genau jetzt glauben Milliarden Leute, dass Raoul Menendez ihr Retter ist. Ich sag's euch, Jungs. Er ist es nicht. Es wäre gut, ihn schnell zu töten. Es passieren schlimme Dinge. Und natürlich. Ja. Und so ein Mordvideo auf YouTube. Logisch. Hat mal locker 10 Millionen Aufrufe. Ja, vor allem, dass YouTube sowas natürlich unterstützt. Das ist logisch, ja. Das ist ja realistisch. Aber jetzt sind wir ja wieder im Spiel. Hier draußen eine verfickte Privatarmee versteckt. Ja, doch, da sind ganz schön viele. Moderne Technik. Wie viele Anhänger hat Cordis Die momentan? Eine Milliarde vielleicht? Eine Milliarde Anhänger, ja klar. Heilige Scheiße. Vorstellen müssen, gegen die alle kämpfen. Ja! 2400 Meter kann ich mit dem Teil weit schauen. Ey. Ja. Echt jetzt? Ja, jetzt sind wir in der Zukunft. 2025. Salazar. Und Crosby. Ja, was? Ja. Hightech vom Feinsten. Alter. Wie geil. Harper mit L1 ein Signal geben. Cool. Was macht er das bei uns? Wuhu! Soweit so gut. Ha ja. Also mal ganz schön Spaß hier. Ja, Angeber.
So geht's. Ja, Mann. Ich mach schon ganz schön gut hier, die Sache schon mal. Um die Ecke. So klettert man heutzutage. Klar, so macht's ein Profi-Bergsteiger. Ja. Wow. Scheiße! Ja, und jetzt. Mach das Seil weg. Boah, ja, das war ganz schön knapp, ey. Ich hatte schon ein bisschen Muffe hier, dass wir hier gleich runterfliegen. Und wieder draufgehen. Prima. Genau. Und ich hasse so langsam das Draufgehen, ey. Salazar. Was bedeutet Cordis Dei eigentlich genau? Das Latein. Für Herztag oder so. Hört sich edel an. Menendez will, dass seine Anhänger genau das glauben. Aber das ist es nicht. Crosby, du bist dran. Oh yeah. Oh yeah. Das wird jetzt Spaß machen. Aber so richtig Spaß. Huhu. Dann mal ab in die Tiefe. Geil. Geil, geil, geil. Einfach nur geiles Game. Jeder einzelne Cent hat sich gelohnt. Mit Zeit. Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall. Was? Mit seiner Kumpels hier rumzuschwingen, rumzufliegen. Das macht Spaß. Ja, das macht richtig Fun. Sicherlich bald. Schon ab nächstes Jahr erhältlich. Da, der Spalt im Berg. Alter. Setze Fallschirm ein! Setze Fallschirm ein! Setze Fallschirm ein! Setze Fallschirm ein! Sie haben sich zu weit von der Flugroute entfernt. Bäm, wow, 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 wow. Der Spalt im Berg! Setze Fallschirm ein! Setze Fallschirm ein! Oh, das ist ganz schön schwer, diese Steuerung. Und ja, wir haben es erfolgreich geschafft. Super. Und unsere Männer haben es auch. Und was haben wir da für ein geiles Teil in der Hand? Ja, diese geile Waffe, die sieht mir ganz schön cool aus hier. Ah ja, so. Also ein bisschen im Schlamm krieche. Genau. Und die Leute beobachten. Was machen die Japaner da? Reagan. Japaner? Keine Ahnung, aus Osten. Das Einsatzgebiet verlassen. Anweisung. Okay. Wir brauchen Info über ihre Möglichkeiten. Freigabe zu machen. Das könnte jeder sein. Ja. Okay. Zuschlagen, sobald ich treffe. Eine EMP-Granate wird ihre Tatsache. Was? Ach so. Ja, kann schon töten jetzt, ne? Okay. One hit kill. Ja, ich war gerade so gefasst. Hast du nicht diesen Riesen gesehen? Was für ein Riese? Was glaubst du? Sag doch mal. Ja, ich weiß, dass da ein Unsichtbarer ist. Die haben so komische unsichtbare Tarnum-Anzüge da. Nee, der war auf einmal riesengroß. Ich hab nicht drauf geachtet. Nee. Geil, kann ich sogar durch die Wände sehen, ey. Ist das mal geil. So muss es sein. Ja. Schon mal ganz schön nice aus, die Waffe. Ja. Da, Hightech, ne? Ah, die warten da. Machen da Picknick oder was? Gucken dich einfach nur an. Was machen wir denn jetzt? Ja. Cool, die warten halt auf mich, bis ich die töte. Könntest. Komm, stürmen wir mal hier ein bisschen. Genau. What? Ah.
Okay, drückst einfach in der Zukunft, in der nahen Zukunft, drückst du auf den Knopf und dann wird eine Granate rausgeschossen. Mhm. Aus deinem Armband hier. Ja. Da haben sie sich mal was einfallen lassen, ja. Ja, werde immer kreativer, was das angeht. Und jetzt müssen wir da irgendwie den aufhalten, oder was? Genau, Salazar. Ja, schön diesen Vogel aufschweißen. Bisschen was an unserem Computer eintippen. Und wir sind in dem Gerät oder können steuern und genau. Haben eine fette Minigun mit richtig viel Wumms. Das nenne ich mal echt hier geile Waffen hier. Überhitzt. Ja, komm. Alter. Ist doch egal hier. Einfach drauf auf die Sache hier. Kurz warten. Cool. Meisterhacker, ne? Vom Feinsten, du. Mhm. Super. Wir haben uns mal schön schnell in diesen hübschen Flieger reingehackt und haben seine Waffen benutzt. Vorsicht. Boah. Gehen wir mal weiter, weil wir müssen ja schnell zum Ziel. Sniper irgendwo. Ist auch da. Erledigt. Ja, ist auch gut so, wenn sie sich zurückziehen, ja.